Hallo liebe Freunde, ihr seht richtig, der Eigi hat seine Switch verbunden. Wir spielen heute ein bisschen auf der Switch herum. Und zwar genau das, was ihr hier gerade als ausgewähltes Ding seht, nämlich Fire Emblem Warriors. Das soll es werden fürs erste Mal als Übergang bis zum 26. Juli, wo dann endlich Fire Emblem Three Houses rauskommt. Ich habe es in meinem Vlog-Update Bla-Video schon erwähnt, dass Fire Emblem eine meiner Lieblingsserien ist. Deswegen helfen wir uns mit Warriors ein bisschen über die Zeit hinweg, die es noch dauert, bis endlich Three Houses da ist. Und da freue ich mich drauf. Es ist immer noch scheiße heiß. Nur für diejenigen, die sich wundern. Heute sind wir im klassischen Nerd-Trikot unterwegs. Also einmal Hogwarts University, einmal das Logo, ich glaube, das ist Muten Roshis Logo oder was, das Gottes Logo von Dragon Ball auf jeden Fall. Oha, wir haben länger nicht gespielt. Okay, ja, passt. Ich habe damals, wie das Spiel rausgekommen ist, klassischerweise mal durchgezockt. Und damit hat es dann aber auch aufgehört. Also ich habe die Story durch und das war's. Wollen wir uns das an? Ja, schauen wir uns das an. Wir sehen hier Chrom, wir sehen Lucina, Ryoma, Shida, Marv, wie auch immer sie hieß, das ist Camilla, Hinoka, die kleine, nein, ich will da Lissa zu ihr sagen, es ist eben nicht Lissa, das ist Leon, da ist Takumi, da ist Corin weiblich, da hinten haben wir Xander und Sakura. Das sind die zwei neuen Charaktere, die extra für das Spiel eingeführt worden sind. Ich nenne sie Generic Blonde 1 und Generic Blonde 2, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie sie heißen. Null. Ich weiß, sie sind Geschwister, aber das werden wir dann anhand von der Story noch herausfinden. Fire Emblem Warriors. Sehr gut. So. Lass uns jetzt mal. Fire Emblem Warriors. Genau. Fire Emblem Warriors. Habe ich mich doch nicht geirrt. So. Also, wir hätten hier die Möglichkeit vorzusetzen, das ist aber relativ sinnbefreit. Wir starten ein neues Spiel, genau. Rowan und Lyanna, das sind unsere Hauptcharaktere, die wir hier wählen können. Ich weiß nicht, wollen wir ihn nehmen oder wollen wir sie nehmen? Es ist eigentlich ziemlich egal. Ich nehme sie. Select your difficulty level. Normal. Ja, normal ist in Ordnung. Please choose a game style. Besiegte verbündete Einheiten kehren nach der Schlacht zurück. Besiegte Einheiten kehren nicht zurück und sind für immer verwundet. Naja, gut. Wenn, dann nehmen wir Classic. Langsam und stetig. Lies in Ruhe strategischen Hilfen während Level Up. Infos, Missionsbeschreibung, Hinweise. Schalte Level Up Infos sowie Missionstexte aus. Nur wichtige Hinweise werden eingeblendet. Ja, kann er mal ruhig zeigen. How's this? Ja. Choose your save data. Da nehmen wir mal die dritte. Ja. Die Vorahnung. Okay, ich halte es mal. Nein, das Ladevorgang, da darf ich noch reden. Ja. Also Fire Emblem Warriors, für die, die es nicht wissen, Fire Emblem, die klassische Rollenspielserie. Die Warriors-Serie dürfte durch Teile wie Dynasty Warriors oder eben Nintendo-Köpfen wie denen, die gerade vielleicht zuschauen, unter Hyrule Warriors oder da gab es dann noch Orochi Warriors und so weiter, ein Begriff sein. Viele Einheiten am Bild, viel Geschlachte. Ich drücke auf Weiter und halt die Fresse. I won't let you defeat us. Your power is nothing compared to the bonds that connect us. Your madness ends here and now. Our friends. Our world's counting on us! We won't let it be destroyed! Together! All of us shall win! My time has come. Oh, ah, da geht's gleich los. Give up now. Not after coming so far. I'm here to help. Okay, so, wir haben Y für den normalen Angriff, X für den Kraftangriff, B fürs Ausweichen, A für den Krieger-Spezialangriff. Nur dafür, dass ihr es wisst, ich spiele auf einem Nintendo Switch Pro Controller. Ist meiner Meinung nach einer der besten Controller, die jemals designt wurden. Okay.
Bam, so, zack, so, krach. So, hier werde ich ein bisschen aufräumen. So. Oh, da ist ein Digger dabei. With everyone by my side, there is nothing to fear. Warum rasteten die so aus? Okay. Na gut. Oder haben wir den Marv? Ah ja. Wechsle zwischen Spielbahncharakteren, wo rauf oder runter drückst. Charaktere mit dunklem Symbol sind nicht anwählbar. Weitere Charaktere werden dann stark freigeschaltet. Okidoki. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch diesen hier machen und Marv spielen. Den Urvater der Fire Emblem-Serie. Auf meine genialen Ziele zu treffen. Bastardo. Zack, zack. Und bumm. Victory will be ours. Your power is nothing compared to the bonds we forged. Cool. So, ich habe ihn gehört. Ach, da drüben ist er. Crummy Boy. Da ist er. Crummy Boy. The one and only. Captain Dreamface. Der Typ, der über den es, glaube ich, tatsächlich die meisten Fanarts gibt, überhaupt. Okay. Also ich sehe das Ganze jetzt mal so als kleine Introduktion. Alter, was ist das Wort rausbringen? Einführung. Haha! Introduction. Dankeschön. Die ganzen Charaktere mal kennenzulernen. Hier haben wir jetzt die weibliche Version von Corrin. Es gibt tatsächlich auch die männliche Version von Corrin, aber die schaltet man nicht in der Story frei. Damit man schon wieder wo Canon bleibt. Genauso wie es Robin im Game gibt, aber da ist die Story beschränkt auf die männliche Form und die weibliche. Okay, dann hauen wir nieder den Chaos Dragon. Nein, zumindest. Natürlich tun wir das nicht. Das wäre ja viel zu. No running away this time. Now, together, we can take on anything. Everything we've lost. We're going to take it all back. Ah ja, gut. Was wäre ein Fire Emblem Game ohne einen verlorenen Elternteil? Quasi unmöglich. So. No way am I sitting on the throne. Let Lyanna take it instead. I'm gonna be Aetolis's most powerful knight. Well, I don't want it either. You could be a knight and a king. You know I don't want to be both. I'm not taking the crown. And again with the bickering. You two stand at the cusp of adulthood. What would he think of it if your father saw you acting like this? Prince Darios of Gristone has arrived. Darios is here? All right! I hey, know wait, I'll be Rowan! No sparring today! He already promised he'd help me with my studies! Are you listening? Die Kinder. Just you wait. You're gonna lose to me again. Whenever you're ready, Rowan. You say you'll beat him again, but Darius has never lost to you to begin with. Are you all right? Now then, let's see what Lyanna can do. If you meant to sit and watch, then you are very much mistaken. I don't normally wield the sword when I'm so outmatched. But if it means that I'll get better, then I'm happy to oblige. You know what is ideal. Strength and wisdom alike, both in equal measure. The sky! What the heck? We're under attack! Sound the alarm! What are those things? They're going for the throne room! If she's up there, then Mother's in danger! Oh no! Quite the surprise! Quite the mother! Surprise! You two must keep going. Leave your mother's safety to me. But no, I'm coming with you! You can't! The enemy is already inside the castle.
If you're captured... Prince Rowan, Princess Lyanna, we've been looking everywhere. It isn't safe here. We have to get you to the secret passage at once. What are you talking about? An emergency escape route, my lord. Mm-hmm. The Queen is already on her way there. All right, then. Let's hurry to join her. We're coming, Mother. Irgendwas sagt mir. Charakterverstellung Rowan. Focus, both of you. Ich hab zwar sie genommen, aber okay. On her way there. Zack, 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 zack. Zicki-Bucki. Hui. Remember your training. Remember your training, sagt er. Der Yoda. So. Remember your training, you must. Ah, wenn einer oder mehrere Balken Krieger anzeige voll, Krieger Spezialangriff mit A, bli, bla, 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 bla. Okay. Achso, ist er schon voll. Aha! Alles schön in einem Knäuel und dann. Ist das dein Ernst? Du machst mir das schöne Ding kaputt. Ja, okay. Nun, Kapitelrand, alles klar. So, danke dafür. Jetzt kann ich mir den Kapitelrand holen. Nicht, dass ich KP verloren hätte, aber... Die schwarzen Soldaten sind definitiv nicht meine Verbündeten. Ah, da komme ich her, das ist der Thronraum. Okay. Also wir haben hier im rechten Eck vom Bild haben wir die Karte. Da sehen wir, dass wir uns da jetzt in diese Richtung durchschlagen werden, wo mein Bruder und der Darius schon hin sind. Okay. Ah. Okay. Krüge zerstören gibt Zeug. Also. So, da hinten haben wir auch schon ein Bossmonster, ganz offensichtlich. Die Hooks, formidable. Be on your guard. Ach Quatsch, das ist schon. Mission started. Besiege das Monster, das den Fluchtpunkt blockiert. Okay. Watch it closely and look for any source. I'm here to help. Alter, starre Anzeige. Bei Angriff mit Y kannst du Kraft unterschiedliche bla, irgendwas, bla, 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 okay. I'm here to help. Alter. Ja, okay, mit L kann ich nicht. I'm here to help. Wow. Okay, der erfüllt meine Kriegeranzeige, das ist sehr nice. So, und jetzt geh aber drauf, du. Sie ist ziemlich weak. Oh, das macht nichts. Sie wird ja noch stärker. Boom! Okay, ich kann nichts mehr zerhauen, das heißt, das wird offensichtlich gewesen sein. We're here to save you, Mother! Please be safe, Mother. Mother, are you okay? Yes. I am so glad to see you are safe as well. Thank you, Prince Darius. Don't relax just yet. Looks like we've got company closing. Okay. Es ist ein Fire Emblem Game. Also. Can't make it through. The two of you must go without me. No, we can't. Take this shield and hurry to the temple. Mother, we can't just leave you behind. There isn't time to argue about this. Prince Darius, please watch over my children. You have my word. Come on, we have to go. No way! Mother, you're coming with us! This whole passage is coming down around us. We have to go! I'm sure we'll find another way out of the castle. Now, get going. Come on! Okay, vielleicht doch nicht. Gut. Es ist ein Fire Emblem Game, die Mutter muss sterben. Das. So!
Chapter 1, Home in Ruins. Looks like we've come out beyond the castle walls. How could we let this happen? We shouldn't have left her behind. Don't let her sacrifice be in vain. You have to think carefully about what you'll do next. Uh-huh. Your mother wanted you to have that ship. You need to take it to the temple. Yeah. Mother knew what to do. We're worse than helpless. Yeah. There's no time for tears. Ready your blades. We're doomed if we don't fight. Okay. Das Einzige, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, aber sollte da nicht irgendwann mal sowas wie eine Vording kommen, dass ich da mal irgendwann zwischendurch speichern kann und eine Folge beenden kann? Minikarte, okay. Ja, ja, Minikarte. Ist okay, ich hab's verstanden. Das ist eine Minikarte, das ist jetzt nichts Besonderes. Okay, wir schaffen das schon. Wir geben uns jetzt mal einen Fluchtpunkt, dann wird es schon. Da hinten ist ein Torwächter. The market gates are closed. We're blocked off. You have to defeat the monsters in your way if you want to open that gate. I'm here to help. Ja, was ein Torwächter ist, weiß ich. Danke. So. Schon klar, wenn ich. Wenn du tot bist, bist du tot. Danke für den Tipp. I'm here to help. Ja, ja, Medizin. So. Gut. Wir haben den Pfad geöffnet. The gate's open. Let's go. So, was ist jetzt hier los? Also, wir gehen jetzt auch mal in die Richtung. We can get to the exit through this plaza. If those monsters are the problem, we'll just have to take them all out. Ja, machen wir mal. The mission starting. Besiege die Monster. Na gut. Monsters! I've received a report. Dörfler. I'm here to help. Ja, ist okay, ich hab's verstanden, was die Mission ist. Oh, ich hätte mir das doch nicht einblenden lassen sollen. Tooltips sind echt nervig. Holy shit. So. Das gereicht. So tot. Ja. Mission complete. Passt, wir haben den Dörfler gerettet. Take this as a sign of my gratitude. Take this. Oder du gibst dich Take this. Ah ja. Okay. Lustig, dass er dass die Dörfler sofort quasi den Skin von Donny aufgedrückt bekommen. Also Donald aus Awakening. Geniale Einheit. Super cooler Dude. Der Schweinehirte der Nation. So die Challenge. Das war Nummer 1. Da ist Nummer 2. Da hinten war gerade Nummer 3. Mission complete. Okay, das waren die 3. I see enemy reinforcements. What? How are there still so many monsters? Kommt's mal her, damit ich euch beide erwisch. Mm. Duck, duck, duck. Und. Zack. Ich find's cool, wie sie vorher noch den Aragorn macht mit diesem. Und dann. Bats. Oh, boy, bist du scheiße. Twins in the weight department. Hurtful, sis. Huh? Uh-oh.
Wer bist denn du? Thanks for the help. And you are? Marth. A pleasure to make your acquaintance. Nein, bist du nicht. Nope, nope, nope. Nope, 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 nope. Du bist sowas von nicht wahr. Okay. Marth, just who are you anyway? Wer ist nicht Marth? Ganz einfach. No time to chat. Break through and go. Na gut. Dann werden wir mal ein bisschen mit Marth spielen. Alter. Ja. Entschuldigung. Spoiler. Wie in der Awakening gespielt hat, zwar nicht, aber okay. Er zieht dich nicht zusammen. Ah, das wusste ich. Ich dachte, er zieht dich nicht auf. Auf Basis von zerstörten Monsterfreunden. Ja, dann müssen wir mich mal halt treffen. Ja, mit R kann ich die Ziele wechseln, das habe ich schon heraus. Danke. So, du gehst jetzt auch gleich drauf, weil wir machen jetzt den Superangriff. Okay. Mission complete. I think you'll be safe now. I must take my leave of you. Nein! Ach. Du sollst nicht deinen Leave taken. Du sollst da bleiben. Na gut. Der Fluchtpunkt ist geöffnet. Und da gehen wir jetzt auch hin. We're nearly there. What happened to Mark? Er hatte keinen Bock mehr auf euch. Where'd he go? Okay. So, der Fluchtpunkt ist offen. Da bin ich schon raus. Was gibt's denn da hinten? Mehr Enemies! Enemies pour moi! Oder so. Mal kicken. Ja gut, dann. Wir haben unsere 220 Kills, das ist genug. Und wir verziehen uns. Ich kann wieder nicht hinschlagen, das heißt, wir haben offensichtlich das Level wieder geschafft. Also, ah ja, auf so einem Bildschirm habe ich gewartet. 6000 Belohnung für den Sieg. Die Dauer 6 Minuten 21 war okay. 160 besiegte Feinde. Warum? Der Killcount hat nur 220 gezeigt. Aber okay, wir bekommen Kohle. Weiter. So, genau. Und da haben wir jetzt endlich diese lang ersehnte Map, die mir zeigt, okay, hier kann ich dann mal die erste Folge beenden. Also wir haben den Prolog gespielt, wir haben das Kapitel 1 gespielt. Kapitel 2 ist dann Begegnung im Wald, aber das brauchen wir jetzt noch nicht, denn wir sind für heute mal hier fertig. So, ZR. Was war nochmal ZR? Ah ja, können wir die ganze Karte anschauen. Schön, Karte. So, ja, das war's fürs Erste mit Fire Emblem Warriors. Wir und unsere Liana, wir melden uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace und Freundschaft, euer Gepferdchen und Baba.